Servus, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Hier in dem Film möchte ich mich mal kümmern um viele Schnipsel, Filmschnipsel, verwirrte und verirrte Filmschnipsel, die eigentlich kein richtiges zusammenhängendes Filmchen von brauchbarer Länge geben. Deswegen ist das ja auf Englisch eine Compilation von verschiedenen Eisenbahnszenen aus Bahnhöfen, aus Strecken, von wo ich unterwegs gewesen bin und die Kamera dabei hatte und die Kamera einigermaßen rechtzeitig aus der Tasche rausgebracht habe und auf den Zug drauf ausrichten konnte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und freue mich über deine Anmerkungen, Kommentare und versuche die, soweit es geht, zu beantworten. Lesen tue ich sie auf jeden Fall und wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Dein Alex E. So, das sieht nach einem Rennen aus, bei dem es keinen eindeutigen Gewinner geben wird. Hinter den Containern kommt die Void Maxima 40cc vom EVU Stock und da fährt der ICE 3 ein. Na, doch noch gereicht für eine brauchbare Aufnahme von der Maxima. Es wird ja bald zur Gewohnheit, zu hoffen, dass mein ICE, der mich zur Arbeit bringt, nicht mein eigentliches Motiv zufährt. Hier kommt eine Lok Baureihe 294 LZ aus Richtung Westen in Aschaffenburg an. Also kommt sie entweder aus Offenbach, Hanau, Stockstadt oder Dieburg. Oder Mainz-Bischofsheim über Darmstadt-Dieburg. Ja, und die fährt hier ein und gleichzeitig ist mein ICE, der mich zur Nachtschicht bringt, ausgerufen worden. Wie ihr hier am Bahnsteig sehen könnt, das ist die Sanierung von den Fugen zwischen den Bahnsteig-Fertigteilelementen. Diese Fugen sind jetzt, denke ich mal, so um die 10 Jahre alt, vielleicht auch schon 15, bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, wann der Aschaffenburger Hauptbahnhof hier renoviert worden ist, vor wie vielen Jahren. Es sind auf jeden Fall schon ein paar. Und diese Fugen sind jetzt in die Jahre gekommen, es sind immer mehr Gräben geworden als Fugen. Also da ist irgend so eine Silikonmasse zwischendrin. Ich kann euch das ja gerade nochmal zeigen. Und die werden jetzt ausgebessert und das Ganze bei laufendem Bahnsteigbetrieb. Und deswegen sind sie hier zum Teil schon neu gemacht, zum Teil noch alt. Und zum Teil sind diese Dinger drauf, dass eben keiner in die tiefen Fugen reinkommt, bis sie saniert sind. Beacon Rail Leasing 185591, eine Mehrsystem 185er, ganz einfach erkennbar an den vier Stromabnehmern, beschleunigt hier den Zug, an dem Wagen hängen mit Ladegestellen für Kupferanoden aus dem Aschaffenburger Hauptbahnhof raus. Das Signalbild zeigt HP2 Langsamfahrt mit VR2 Vorsignal Langsamfahrt erwarten und gleichzeitig kommt von Gemünden nach Gleis 7 der Twindex her eingefahren. Thank you.
Ihre nächsten Anschlüsse RB nach Hanau Hauptbahnhof über Kleinostheim. Abfahrt 6.41 Uhr. Von Gleis 2 RB nach Miltenberg. Abfahrt 6.41 Uhr. Von Gleis 4 RB nach Wiesbaden Hauptbahnhof über Meinerschaft. Abfahrt 6.43 Uhr. Von Gleis 5 RE nach Hanau Hauptbahnhof über Kahl. Abfahrt 6.54 Uhr. Von Gleis 4 und ICE 10. 22 nach Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt 7.05 Uhr von Gleis 8. Direkt gegenüber. Dass der eben gesehene Mischer mit seiner Trax 1 davor zwischen dem Regionalexpress und dem ICE noch zwischendrin hergefahren ist, das ist eigentlich eher untypisch, da der Regionalexpress nur wenige Minuten vor dem ICE in Aschaffenburg ankommt morgens und der ICE dann den Regionalexpress fahrplanmäßig überholt. Ihre nächsten Anschlüsse RB nach Hanau Hauptbahnhof über Kleinostheim. Abfahrt 6.41 Uhr. Von Gleis 2 RB nach Miltenberg. Abfahrt 6.41 Uhr. Von Gleis 4 RB nach Wiesbaden Hauptbahnhof über Meinerschaft. Abfahrt 6.43 Uhr. Von Gleis 5 ICE 21 nach Wien Hauptbahnhof. Über Würzburg, Abfahrt 6.52 Uhr, von Gleis 6 und RE nach Hanau Hauptbahnhof, über Karl, Abfahrt 6.54 Uhr, von Gleis 4. Thank you.
In irgendeinem Kommentar hat sich vor einiger Zeit mal einer von euch gewünscht, dass ich mal den kompletten Halt eines ICEs am Bahnsteig aufnehme. Von Tür auf bis Tür zu. Hiermit geschehen. Bitteschön. In dieser kurzen Bahnhofsszene ist an einem Freitagmorgen gegen 6:30 in Aschaffenburg schon ganz schön viel Betrieb. Es fuhr zuerst der von einer Beacon Rail Leasing ex Crossrail Lokomotive Baureihe 185 eine Trax 2 gezogene Leerzug mit den Ständern für die Kupferanoden aus in Richtung Gemünden. Dann fuhr der RE nach Frankfurt nach Gleis 7 ein. Der fährt sonst eigentlich immer nach Gleis 8 ins durchgehende Hauptgleis ein. Anschließend kam ein DB Cargo Güterzug, der durch Gleis 6 durchgefahren ist. Gleis 6 ist eigentlich das durchgehende Hauptgleis der Richtung Frankfurt Gemünden. Dieser Güterzug ist in Richtung Mainaschaff, Stockstadt am Main, Darmstadt abgebogen. Dann kam der ICE der Linie 41 von München nach Essen oder Dortmund. Und jetzt, nachdem der Block frei ist, fährt der Regionalexpress nach Frankfurt weiter, der hier seine Überholung gekriegt hat. Und zwischendurch ist noch eine Regionalbahn aus Wertheim von der Westfrankenbahn eingelaufen nach Gleis 4. Ist also allerhand Betrieb hier frühs um 6:30 in Aschaffenburg und das Ganze unter der Morgensonne, die so langsam hochkommt, eigentlich recht schön anzusehen. Das Geräusch, was gerade eben zu hören war, das war zuerst die Hauptluftleitung, die entlüftet worden ist. Und anschließend dieses Aufklatschen, dieses Satte, das war die Magnetschienenbremse, wo bei einem HLB-Triebzug gerade die volle Bremsprobe durchgeführt wird. Von mir aus 10, 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 von
Bitte achten Sie auf eventuelle Fahrplanänderungen und auf die Einhaltung der Verpflichtung zur Mund-Nasen.
Ihre nächsten Anschlüsse RB nach Rüsselsheim-Opelberg über Klein-Ostheim, Abfahrt 19:10 von Gleis 7 und RB nach Da auch diese Frage immer wieder mal gestellt wurde in den Kommentaren. Dieser Intercity, der hier ausfährt in Richtung Würzburg, bei dem ist am vorderen Zugende ein Steuerwagen, also ein voll eingerichteter Führerraum in einem normalen Reisezugwagen. In diesem Führerraum sind alle Bedienelemente drin, wie sie auch im Führerraum der Lokomotive drinnen werden. Aber dieser Führerraum im Steuerwagen hat keinen eigenen Antrieb. So ein Steuerwagen alleine ohne Lokomotive ist nutzlos. Ich kann Fahrgäste reinsetzen, ich kann Fahrräder drinnen transportieren, ich kann das behindertengerechte WC nutzen, aber ohne Lokomotive, die den ganzen Wagenpark ferngesteuert vom Steuerwagen aus schiebt, nützt dieser ganze Steuerwagen nichts. Also der Lokführer, der vorne auf der Zugspitze im Führerraum des Steuerwagens sitzt, gibt mit den Bedienelementen vom Steuerwagen der Lokomotive über ein Kabel, das durch den ganzen Zug durchgeht, sämtliche Steuerbefehle und die Lokomotive am hinteren Zugende führt diese aus. Thank you.
Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Dieser Flachwagen der Gattung R ist mit Stahlplatten beladen, die ein klein wenig breiter sind als die Ladefläche des Wagens bzw. die nicht zwischen die Rungen passen würden. Es sind hier einfache Bänder drauf, die die Ladung sichern. Scheint auszureichen, sehr interessant. Achtet mal auf den Schotterzwerg, das kleine Lichtsperrsignal unten rechts neben der V90. Achtung Zugbetrieb, halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Das hat den Anschein, als ob der Fahrinsider da das falsche Gleis gewählt hätte. Information zu ICE 620 nach Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt 18.33 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Achtung Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Schön, dass Sie da sind. Mit der Bahn kommen Sie auch in schwierigen Zeiten an Ihr Ziel. Schützen Sie sich und andere. Halten Sie den Mindestabstand ein. Tragen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten Bahnhof und nutzen Sie bitte die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Bleiben Sie immer. Schön, dass Sie da sind. Mit der Bahn kommen Sie auch in schwierigen Zeiten an Ihr Ziel. Schützen Sie sich und andere. Halten Sie den Mindestabstand ein. Tragen Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung im gesamten Bahnhof und nutzen Sie bitte die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Bleiben Sie gesund. Ursprünglich 18.33 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A und E.
Die Wagen, die in diesem dritten Gleis nebeneinander abgestellt waren, wurden dann von der V90 mit einem satten Schmatz geküsst, während hier dann gleich die nächste Kesselwagenfuhre vor meinen Füßen vorbeikommt. Der Hofhund 261080 bringt auch nochmal eine Ladung Stahlplatten vorbei und diese Güterwagen, auf die die V90 vorhin beigefahren ist, das sind erstmal keine Güterwagen, sondern da hängt ein Lok davor. Ich finde es faszinierend, dass diese dünnen Bänder die Stahlplatten auf den Güterwagen halten. Vom optischen Eindruck her schaut es aus, als ob die, sobald es da ein bisschen herzhaft zur Sache geht, reisen müssten und nachgeben müssten. An dem Rungenwagen auf dem zweiten Gleis kann man, wenn man genau hinschaut, links am Radsatz unten auf der Schiene das Festlegemittel, den Hemmschuh, in gelber Farbe erkennen. Thank you.
ICE 21 Ausfahrt LTE 187.9.31 wartet am Sperrsignal. Beziehungsweise LTE 1187.9.31 österreichische Zulassung. Information zu ICE 726 nach Uelzen Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt 10.33 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A und B. Achtung Zugbetrieb, halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Ihre nächsten Anschlüsse RE nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Kleinostheim, Abfahrt 10.43 Uhr von Gleis 8, RB nach Wiesbaden Hauptbahnhof über Mainerschacht, Abfahrt 10.47 Uhr von Gleis 5, RB nach Milden.
Kleiner Ortswechsel nach Gemünden am Main. Rechts im Bild, hinter dem Twindex, halb versteckt, diese grauen Kesselwagen. Das sind die Wasserwagen für den Blümchentod, also für den Unkrautbekämpfungszug, der bei dieser Aufnahme hier abgestellt war. Gleis 5, Einfahrt RE nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Langenbrotzettel. Abfahrt 19.04. Hat die Blechelze zu Langenbrotzelten tatsächlich Langenbrotzelten gesagt? Langenbrotzelten? Das ist ja wie Langenselbold. Information zu ICE 620 nach Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt 18.33 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A und E. Achtung Zugbetrieb, halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erster Halt des Zuges.
Mit diesen letzten Aufnahmen der Brücke über den Main und über die Bahn von Gemünden und einer letzten Einstellung eines E-Wagenzuges, der Aschaffenburg Hauptbahnhof in Richtung Gemünden durchquert, möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Film hat euch gefallen, obwohl ihr es von mir mit mehr Kommentar anders gewohnt seid. Aber ich habe mir gedacht, ich lehne mich einfach mal zurück und zu diesen Einzelschnipseln gibt es eh nicht so arg viel zu erzählen. Und ihr könnt das Ganze mal auf euch wirken lassen. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich werde die natürlich alle lesen und versuchen, sie zu beantworten. Das schaffe ich aber leider aus Zeitgründen nicht immer. Seid also nicht enttäuscht, wenn ihr keine Antwort von mir kriegt. Das hat nichts Persönliches. Es ist einfach nur mein Persönliches, dass ich nicht so viel Zeit habe dafür, wie ich gerne hätte. Aber wie gesagt, ich lese das alles, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es was Neues bei Alex E. gibt. Und ja, danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und denkt dran, das Video liken, den Kanal abonnieren und teilt ruhig das Video, den Kanal mit allen möglichen Freunden und Bekannten, die diese Thematik auch interessant finden können, wollen oder könnten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.